Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne einen Look mit dir schminken. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zum einen geht es darum, dass ich gerne die Produkte aus dem unfassbar schönen Paket von der lieben Lea ausprobieren möchte. Zum anderen möchte ich euch gerne einen Augenlook zu der Zodiac Palette von BH Cosmetics schminken. Das ist die ganz normale von Zodiac und nicht die Zodiac Love Palette. Love Science Palette. genau, da habe ich mir jetzt die klassische rausgesucht. Die kostet, glaube ich, 24,95 €. Entweder bei BH Cosmetics selbst oder bei DM könnt ihr die ja auch kaufen. Und ja, da starten wir doch erstmal. Als allererstes möchte ich mein Gesicht prime. Da benutze ich hier von Love den Perfectitude Primer, beziehungsweise Perfectitude Hyaluronic Serum Primer. Was ist mit euch? Geht doch nach oben. Haltet euch da fest. Den Primer finde ich so toll, weil der zum einen so einen leichten Schimmer verleiht, so einen leichten Glow, und zum anderen, weil der sich anfühlt wie Wasser auf der Haut. Also ein bisschen klebrig ist der, aber das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, dass er das mal im Make-up festhält. Aber es ist unfassbar, unfassbar angenehm. Es ist richtig toll. Deswegen, ne, schönes Teil. Jetzt möchte ich gerne die Foundation benutzen. Das ist eine Stick Foundation, die war von der lieben Lea im Paket mit drin. Das ist von Lancôme Teint Idol Ultra Wear Stick. Ich bin wirklich gespannt, ob die Farbe 007 Beige Rosé zu mir passt. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Da sind wir heute mal in einem Boot und testen sie gemeinsam. Das ist wirklich interesting. Also sie sieht relativ dunkel aus, aber das ist nicht schlimm. Wir gucken mal. Also wenn ich die so auf die Hand swatche, ist sie schon relativ dunkel, ne? Ich habe noch nie mit Stick Foundation gearbeitet. Die sieht aber schon sehr deckend aus. Ich trage mir die jetzt einfach erstmal auf. Ja, man sieht, sie ist relativ dunkel. Jetzt mache ich kurz einen Indianer aus mir. Und dann nehme ich von Real Techniques mal diesen Pinsel Nummer 200. Der ist vorne sehr, sehr, sehr fest gebunden. Und versuche das mal so ein bisschen zu verteilen. Denn ich glaube, Stick Foundation kannst du am besten mit einem Pinsel erstmal verteilen und danach ja mit einem Schwämmchen einarbeiten. Also das hat eben auf jeden Fall nicht gereicht. Ich habe noch ein paar helle, kahle Stellen dazwischen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Da mache ich mir jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr drauf. Also es ist schon ein bisschen schwerer, die jetzt so zu verteilen, als wenn ich so eine flüssige Foundation hätte. Also ich muss schon ziemlich reiben. Der Farbton ist ein bisschen dunkel, aber ich denke, dass das eine gute Foundation wäre, die mir dann auch im Sommer gut passen wird, wenn ich allgemein etwas dunkler im Gesicht bin. Also ich finde, wo ich sie jetzt so mit dem Pinsel verblendet habe, sieht sie ganz gut aus, ne? Sie fühlt sich auch ganz gut auf der Haut an und ja, nicht viel zu dunkel, ne? Also sie ist jetzt nicht irgendwie 5 Nuancen zu dunkel oder so, aber ja, sie ist schon ein bisschen zu dunkel für mich, aber sie ist toll. Ich finde die jetzt nicht zu deckend. Das finde ich ganz angenehm, ne? Also man könnte sie garantiert auch sehr gut aufbauen, ne? Dass man eine hohe Deckkraft hat oder so. Aber das will ich gar nicht. Da bin ich gar nicht so Fan von. Sie verleiht aber wirklich ein schönes Bild, ne? So, ich werde jetzt aber trotzdem nochmal mit einem Make-up-Schwämmchen einarbeiten. Und zwar hatte ich hier in meiner Pinkbox diesen Macaron-Schwamm. Den habe ich noch gar nicht verwendet. Den mache ich mir jetzt einmal ein bisschen nass hier mit meinem Balea Wasser Aqua Spray. Wasser Spray Aqua. Ja. So, der ist sehr schön weich, aber ich finde die Form halt wirklich, ja, gewöhnungsbedürftig, ne? Weil ich weiß nicht, wie ich damit in irgendwelche Ecken reingehen soll. Aber naja, ich verwende den jetzt ja eigentlich auch primär dazu, um die Foundation einzuarbeiten und ja, dass sie sich halt besser mit dem Gesicht verbindet. Dadurch, dass er halt so flach ist, lässt er sich irgendwie relativ unhandlich verwenden. Und dadurch, dass er eben so flach ist, muss ich ja meinen Finger da oben dran wappen. Und dann hast du es wiederum etwas härter, ne? Also ich finde den nicht so geil. Da finde ich die klassischen Formen doch etwas besser. Aber gut, ne? Jeder Jack ist anders. Jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Ich finde aber, dass dieses Make-up-Schwämmchen jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied erwirkt zu vorher. Also, ob ich das jetzt benutzt hätte oder nicht, ne? Sieht immer noch genauso aus wie vorher. Aber vielleicht, wenn man ganz genau hingucken würde und ein mega Make-up-Artist ist, was ich nicht bin,
Dann sagt man, ja, natürlich, musst du verwenden, ist unheimlich wichtig. Ne? Also, das hier ist nicht unbedingt mein Fall. Und die Foundation dürfte definitiv ein Ticken heller sein. Wobei jetzt, ich weiß nicht, gleicht sich das irgendwie am Hautton an, aber jetzt finde ich, passt die besser. Keine Ahnung. Man kann seine Meinung auch mal ändern, ne? Innerhalb von 2 Minuten. Ist in Ordnung. Ja, doch. Also so jetzt mit der Haut verbunden, das, also auch wenn du jetzt so drüber gehst, es fühlt sich echt toll an. Also, ne, vorher wäre es ja die Farbe gewesen, die habe ich jetzt nicht im Gesicht. Sieht gut aus. Mag ich. Weitermachen. Das Finish gefällt mir. Also am Anfang habe ich echt gedacht, das wird aber ganz schön fleckig, ne? Aber jetzt? Ja, jetzt nehme ich mir hier von Isana Young den Abdeckstift, den mir die Lea mit ins Paket gelegt hat. Weil ich habe ja doch die ein oder andere Rötung. Den hatte ich eben auch mal geswatcht. Deswegen ist ja schon ein bisschen verschoben. Und den gebe ich mir jetzt hier mal auf so Rötungen, sagt man ja immer so freundlich, ne? Bei YouTube, aber es sind letztendlich Pickelmale. Hier habe ich tatsächlich irgendeine Rötung. Ich glaube, ich habe eben draußen gesessen, weil es so schön warm war. Es ist heute Samstag. Und ja, irgendwas hat mich da gestochen. Hier habe ich immer so ein Äderchen oder so, was halt einfach da ist. Das decke ich mal ein bisschen mit ab. Ja, das wäre es jetzt eigentlich schon. Ich versuche das jetzt mal kurz mit dem Finger einzutapern. Das funktioniert gut. Ja, das passt auch zu der Foundation-Farbe. Also da muss man immer für sich selber wissen, ob man jetzt Color Correcting machen möchte, sprich mit diesem Grün das drauf macht, ne? Oder ob man sich da einen Abdeckstift drüber gibt, zum Beispiel hier. Dieses Äderchen, das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, es ist halt immer da. Ich weiß nicht, wovon das kommt, ob man da, weiß ich nicht. Da habe ich einfach irgendwann mal meine Haut zu sehr beansprucht und dann kommen halt irgendwann, wenn man ein bisschen älter ist, die Äderchen durch. Also das wird nicht so gut abgedeckt. Dafür aber hier dieser Mückenstich oder was auch immer das war und hier dieses Pickelchen ist doch schon ganz gut abgedeckt, ne? Und ich weiß nicht, ich komme nicht so nah ran. Es ist ja einfach ein Handy und keine Kamera, die ich jetzt so ranzoomen könnte. Ich finde, dass die Foundation auch wirklich jetzt sich nicht irgendwie in die Poren gesetzt hat oder so. Die arbeitet auch sehr, sehr schön zusammen mit dem Primer. Das gefällt mir richtig gut. Und ja, also hier, das sieht alles irgendwie so frisch aus. Es sieht gut aus. Sieht nicht unbedingt aus, als hätte ich jetzt mir eine Foundation drauf gemacht. Gut, hier habe ich jetzt eine Stelle, wo ich ein bisschen zu wenig Foundation drauf habe. Aber das kriegen wir gleich mit Concealer weg. Es sieht sehr, sehr natürlich aus. Das gefällt mir unheimlich gut. Auch dieser, ne? Stift von Isana gefällt mir sehr gut. So, weiter geht es mit Concealer. Dann nehme ich den, den ich habe. Das ist Revolution Conceal and Define in der Farbe C2. Genau. Den gebe ich mir ganz klassisch auf. Hat hier, wie ihr wisst, ja wahrscheinlich dieses riesengroße Füßchen. Und den gebe ich mir so ein bisschen unter die Augen. Auf die Nase. Damit kann man nämlich auch schön highlighten. Ein bisschen hier. Er wird schon leerer, das merke ich schon ganz gut. Hier oben, keine Ahnung, highlighte ich auch immer ganz gerne. Also im Prinzip packe ich mir den Concealer immer dahin, wo ich mir auch Highlighter hinpacken würde. Und ja, ich versuche das jetzt. Upsala. Ja, ich versuche das jetzt mit diesem Macaron auch einzublenden. Das ist natürlich jetzt unter den Augen eine ganz krasse Geschichte, ne? Weil ich denke nicht, dass der jetzt auch genau bis zum Auge hoch. Oh, es geht besser als gedacht. Ja, aber jetzt in dem Augeninnenwinkel, da hat er seine Probleme. Das muss man wirklich sagen, da kommt er nicht hin. Da nehme ich dann lieber meinen Finger und mache das hier, weil bevor ich da nichts habe, und mit meinem Finger arbeite ich sowieso ganz gerne, ne, arbeite ich das mit dem Finger ein. Ich meine, so auf Stellen wie jetzt hier auf der Nase oder hier zwischen den Augenbrauen, da kann man gut mit diesem Macaron arbeiten. Aber sobald es dann irgendwo an Stellen geht, die ein bisschen versteckter sind, funktioniert das nicht. So, Concealer ist aufgetragen, verträgt sich eigentlich auch ganz gut mit der Foundation und ja, sieht jetzt alles schon mal sehr schön in Basis und in Form gebracht aus. Oh, hier habe ich vergessen zu verblenden. Frevelhaft, frevelhaft. Also dieses Schwämmchen, nein, das werde ich nicht weiter verwenden, das finde ich doof. Das ist echt umständlich, es macht keine Freude, das wird aussortiert. Ciao. Wird aber jetzt in eine Waschmaschine gepackt und dann frage ich, ob es irgendwer haben will.
Dann setten wir das Ganze einfach mal. Ja, da habe ich hier mein Essence All About Matte Puder, Fixing Compact Powder, was ich jetzt hier tatsächlich, es fällt schon halb auseinander. Ich möchte das so schnell als möglich aufbrauchen. Nein, ich möchte es einfach aufbrauchen. Ich möchte, dass es einfach mal leer geht. Es ist einfach schon alt. Und ja, darf auch mal aufgebraucht werden. Dann habe ich hier von Luvia den Prime Vegan Nummer 15 Pinsel. Das ist so ein fluffiger, großer Pinsel. Wenn die Nase juckt, wenn man redet. Oh. So, dann gehe ich hier mal derbe rein. Oh, schön fluffig. Fluff, 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 fluff. Und mache mir das einfach mal leicht überall drüber. Ich habe einfach den Ehrgeiz, dass ich wirklich mal Produkte aufbrauchen will. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich mir aus bestimmten Kategorien die Produkte auch so in meinen Badezimmerschrank stelle und dann auch nur noch das benutze. Zum Beispiel hier werde ich versuchen, nur noch dieses Fixing-Puder zu verwenden, bis es nun mal leer ist. Und dann erst das nächste. Ich habe so viele offen. Das habt ihr auch in meiner Backup-Sammlung schon gesehen. Das finde ich einfach traurig, ne? Wenn man dann die Produkte hat und wenn die dann nicht mehr gut sind, nicht mehr gut. Bei Puder wird es 100 Jahre dauern. Puder hält sich ewig. Deswegen kann man da recht schmerzfrei sein. Aber ich find's einfach schade. Ich möchte dann einfach dann auch den Produkten ja, den Respekt geben, den sie nun mal verdient haben, sprich sie auch verwenden und aufbrauchen. Jo, also dieses Puder kann ich euch mega ans Herz legen, nicht abschrecken lassen, dass es weiß ist. Es ist transparent. Wenn du es auf deiner Haut hast, siehst du ja, ne? Und das hält vielleicht ein bisschen auf, das kann man wohl so sagen, aber es macht so ein schönes Finish. Also, ne, es mattiert schön und es verbindet alles schön und es sieht einfach nice aus. Kann ich euch nur ans Herz legen, gibt es auch immer noch bei Essence. Gibt es sogar mittlerweile auch in anderen Farbnuancen, ne? Und die Pinsel sind sowieso das Highlight schlechthin. Also, ne? Das ein oder andere Pinselset, was ich finden kann, verlinke ich dir auch unten in der Infobox. Ich finde Luvia-Pinsel super. Ich finde BH Cosmetics-Pinsel super. Essence und Ebelin, die haben auch richtig geile Pinsel. Also, Augenbrauen. Da habe ich jetzt gerade mal Bock drauf. Und da habe ich auch von der lieben Lea aus dem Tauschpaket von Marc ein Perfect Brow Sculpting Pencil in der Farbe Light Brown. Den habe ich auch schon mal verwendet, den mag ich gerne. Den verwende ich in Kombination mit einem Bürstchen. Weil er ist vorne halt etwas dicker. So sieht man es vielleicht besser, ne? Den habe ich auch schon mal mit euch zusammen verwendet. Aber ich finde die Farbe ganz toll und ich gewöhne mich langsam an den Auftrag. Das ist, glaube ich, zu krass, oder? Oh, ui. So gefällt mir das besser. Dann habe ich die nicht ganz so weit nach vorne gezogen. Auch wenn mein natürlicher Wuchs der Augenbraue ja tatsächlich bis hier vorne gehen würde, ne? Aber das letzte Stück, da traue ich mich noch nicht ran. Das muss ich noch ein bisschen vorsichtig wachsen lassen und dann gucke ich mal, ob das was für mich ist oder nicht. Aber ich finde es so schon krass genug. So, jetzt die auch noch. So, besser kriege ich es jetzt echt nicht hin. Ja, ich bin echt nicht so gut im Augenbrauen machen. Ist aber auch ehrlich gesagt der Make-up-Schritt, den ich am wenigsten mag. Ne? Mach's nichts dran. So. Dann widmen wir uns doch jetzt mal mit bösem Blick. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn nur die Augenbrauen gemacht sind. Egal. Den Ding, die ich liebe, und zwar ist es Lidschatten. Ja, die Zodiac-Palette sieht so aus. Ich habe euch die ja schon in meinem Lidschatten-Paletten-Sammelvideo komplett einmal geswatcht. Hier haben wir die verschiedenen Töne und das sind ja die verschiedenen Sternzeichen. Hier oben haben wir einen schönen großen Spiegel und in der Mitte einen großartigen Highlighter. Dann hast du hier außen drum zu in diesen eckigen Fännchen die ganzen matten Töne und dann hier in den runden Fännchen die schimmernden Töne. Da mein Sternzeichen Zwilling ist, nehme ich hier auch heute tatsächlich mit euch hauptsächlich Gemini. Das heißt, ich werde mir oben auf mein Lid hauptsächlich Lidertöne geben. Um das Lid zu setten, hast du in dieser Palette nicht unbedingt die größte Auswahl, denn der einzige und hellste Ton, den du hier drin hast, ist hier bei Vicro. Dieses, ja, wie soll ich sagen, ja, altrosa würde ich fast schon sagen, ne? Und damit werde ich jetzt einfach mal hier mein Lid setten. Und ihr seht direkt, ich habe Pigment auf dem Auge. Das geht rucki zuck, dass du hier Farbe drauf hast. Also es ist Wahnsinn. Ich versuche das auch nicht zu hoch zu ziehen, weil dann wirkt das natürlich zu extrem. Und ich möchte jetzt nicht bis zur Augenbraue hoch Farbe ziehen. Genau das gleiche mache ich dann auch nochmal auf der anderen Seite.
Dazu verwende ich von Luvia aus der Prime Vegan Pinsel Set Reihe die Nummer 8. Das ist der hier. Das ist ein sehr großer Pinsel vorne und also für Augen auf jeden Fall. Ne? Den könnte man auch als Highlighter-Pinsel nehmen. Ja, ne? Ist aber ein bisschen fluffig, aber nicht zu fluffig. So, wenn die Base aufgetragen ist, mache ich mir von Gemini dieses großartige matte Lila, was hier mit drin ist. Guckt euch das Pigment an und setze mir das in die Lidfalte, beziehungsweise ich ziehe mir eine künstliche Lidfalte, weil ich ja Schlupflider habe und die möchte ich kaschieren. Genau, das jetzt. Wow! Hallo? Das setze ich mir hier so rein und verblende, das wollte ich sagen. Ich glaube, ich muss den Pinsel doch ganz gegebenenfalls mal abklopfen, wa? Das ist eine heftige Pigmentierung. Oh mein Gott. Ich nehme hier von #me einen Pinsel, den hatte ich in der Box mit drin. Das ist ein Blendepinsel und verblende das Ganze mal eben kurz. Und nehme jetzt doch noch ein bisschen von diesem Altrosa, um das halt zu verblenden. Und das so reinzuziehen, weil das ist mir doch ein bisschen zu sehr eskaliert hier. Okay, ich habe hier jetzt immer noch was auf dem Pinsel drauf. Und gebe mir das jetzt hier oben ein bisschen höher. Eben wegen der künstlichen Lidfalte, die ich ja erzeugen möchte. Aber die Farbe ist richtig schön. Das ist ein richtig schöner Lila-Ton. Auch von Luvia Prime Vegan die Nummer 5 nehme ich mir. Das ist so ein etwas kleinerer, abgeschrägter Pinsel, ne? Und da nehme ich mir die Farbe Taurus, das Matte, ganz vorsichtig, klopf das ab und gebe mir das nochmal in die Lidfalte, um das Ganze ein bisschen dunkler zu machen, ein bisschen zu vertiefen. Und das sieht unfassbar geil aus. So, ne, dann haben wir schöne Farbverläufe auf jeden Fall geschaffen, das ist schon mal ganz geil. Ich nehme jetzt auch nochmal die Farbe Taurus und setze mir das hier ein ganz kleines bisschen hin. Einfach hier außen so ein bisschen auf das letzte Viertel fast schon von dem beweglichen Lid und verblende das noch wieder ein bisschen nach oben. Mit meinem Finger gebe ich mir hier diesen Schimmerton von Gemini auf. Das ist auch ein richtig geiler türkis schimmernder Ton und den gebe ich mir auf mein bewegliches Lid. Krass, oder? So, dann nehme ich mir wieder den Blendepinsel von eben und verblende das Ganze hier nochmal so ein bisschen. Ich finde das hier außen noch ein ganz kleines bisschen zu hell. Das ist aber nicht schlimm, weil ich ziehe mir ja jetzt gleich noch eben Eyeliner und dann wird eh alles nochmal ein bisschen verdunkelt. Weil ich den ja auch ein bisschen hochziehe, durch die Schlupflider geht das dann auch nochmal drüber, das ist nicht schlimm. So, jetzt nehme ich mir für unten drunter den Pinsel von BH Cosmetics, das ist die Nummer 12. Das ist eigentlich so ein Augenbrauenpinsel, ist vorne flach und abgeschrägt. Genau, und da möchte ich ja ein bisschen grün werden und das ist ein bisschen schwierig, weil du hast hier an Grüntönen ja eigentlich nur so Schimmerfarben und das kann unterm Auge auch schnell ein bisschen doof wirken. Aber wir probieren es einfach mal. Dann nehme ich mir doch hier mal Aries. Seht ihr den? Der ist richtig geil. Das ist so ein dunkles Türkis. Mag ich gerne leiden. Mach mir das hier auf dem Pinsel und das kann auch gerne derbe sein. Und dann setze ich mir das einfach mal in die Mitte. Und ziehe das zur Seite durch. Und muss sagen, es gefällt mir. Ich finde allgemein, dass so lila und grün und pink, das passt unheimlich gut zusammen. So, das sieht doch schon mal ganz geil aus. Und nach vorne hin möchte ich ein bisschen heller werden. Dann nehme ich mir hier Aquarius. Das ist so ein goldener Ton fast schon, aber der schimmert auch ein bisschen grünlich. Das sieht man jetzt nicht so sehr. Und den gebe ich mir halt vorne auf die andere Hälfte. Und um oben und unten zu verbinden, nehme ich mir einfach wieder meinen Gemini-Ton, hier unten den Schimmerton, und setze mir den sowohl in das Inner Corner und ziehe mir den dann auch noch ein bisschen runter. Und um hier den unteren Bereich und hier oben so ein bisschen zu verbinden, verblende ich das ein ganz kleines bisschen miteinander, ganz vorsichtig, damit du halt keine Linien oder sowas hast, sondern einfach einen Übergang, ganz vorsichtig. Dann kann man auch hier unten das so ein bisschen runterziehen. Das gefällt mir dann immer ganz gut. Denn die einzige klare Linie, die ich hier haben möchte, ist, dass wenn ich mir mit den Eyeliner setze, dass der dann halt einen ordentlichen Wing hat.
So soll es wohl gehen, ne? Finde ich ganz witzig, sieht ganz interessant aus, passt auch wohl zu meinem Oberteil und ja, gefällt mir. Also die Zodiac-Palette an sich kann ich euch sehr ans Herz legen. Die hat eine schöne Pigmentierung, hat interessante Farben mit drin. Man muss halt nur ein bisschen mutig sein, ne? Das auf jeden Fall. Ja, jetzt möchte ich mir natürlich einen Eyeliner ziehen. Das ist so ungefähr das, was ich am liebsten mache. Da habe ich hier auch aus dem lieben Paket von der lieben Lea von Avon den Color Trend Eyeliner für Black Cat Eyes. Und den finde ich ja so cool, weil der vorne so einen kegelförmigen Stift hat. Ich benutze ihn jetzt ja das erste Mal, aber ich bin sehr gespannt, dass wenn ich ihn öfters benutze, wie sich das hier vorne verhält. Muss ich das anspitzen? Wie kann ich das anspitzen? Einfach mit einem Anspitzer oder muss ich da irgendwas beachten? Kennt ihr sowas? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Also ein Wing habe ich damit jetzt nicht hingekriegt und der malt wirklich nicht ultra gut auf dem Lidschatten. Ich versuche jetzt mal noch einen anderen Eyeliner drüber zu machen. Und dafür nehme ich dann auch aus dem Paket von der lieben Lea hier den Avon True Glimmer Sticks Eyeliner. Das ist so ein, ja, grauer. Der ist deutlich weicher im Auftrag und gefällt mir auch viel besser, weil der auch eine viel dünnere Spitze halt vorne hat, ne? Das ist nicht dieses Ultra-Vieh. So, jetzt sieht man wenigstens den Eyeliner ein bisschen mehr, aber es ist nicht so definiert geworden, wie ich es gerne hätte. Vor allem auf der Seite habe ich den Eyeliner echt nicht gut hingekriegt. Aber naja, jetzt machen wir erstmal Mascara drauf. Dafür habe ich hier von Yves Rocher die Sexy Pulp Mascara. Auch die hat die liebe Lea mir in das Paket mit reingepackt. So, mit getuschten Wimpern sieht das Ganze auch schon wieder deutlich verbundener aus. Also das gefällt mir dann jetzt auch schon wieder richtig gut. Und da ist es dann auch nicht mehr so schlimm, sage ich mal, dass der Eyeliner jetzt nicht so tiefschwarz ist. Weil so kommt dann auch einfach mal ein bisschen mehr die Definition der Wimpern, das Volumen der Wimpern und auch der Augenlook etwas besser zur Geltung. Von daher sei es dem Eyeliner verziehen, dass er nicht ganz so deckend ist, wie ich es normalerweise gewohnt bin. Ja, coole Sache. Die Mascara finde ich ja generell ziemlich geil. Die hatte ich ja auch damals schon öfters gehabt und habe mich ja auch gefreut, dass sie mit im Paket war. Und das auch vollkommen zurecht, wie ihr seht. Auch wie ihr jetzt seht, meine Augenbrauen wirken nicht mehr so mega übel. Und jetzt gehen wir über zu den Lippen. Ja. Da habe ich mir als Lippenstift rausgesucht von L'Oréal Paris. Das ist aus der Age Perfect Reihe. Habe ich heute nämlich auch noch im DM gesehen. Le Rouge Lumière 105 Beautiful Rosewood. Das ist die Farbe. Das hat hier drin ja diesen Pflegepunkt. Ich habe hier immer noch meine Foundation drauf geswatcht. Super. So sieht die Farbe dann aus. Natürlich hast du den Punkt, ne? Aber die ist dann einfach sehr, 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 sehr schier. Also schön angenehm, da freue ich mich drauf. Ich habe hier zwei Lip Liner zur Auswahl, die ich verwenden könnte. Das ist einmal, also beide sind von Manhattan Extreme Last aus der Reihe. Da habe ich einmal einen etwas nudigeren, hellen Ton. Ich glaube jetzt so schon auf den ersten, das passt. Den nehme ich. So, dann trage ich mir den mal eben auf. Ich bin ganz aufgeregt, ne? Der Lip Liner lässt sich wunderschön auftragen. Der ist richtig schön soft und ja, das ist toll. Ich will mehr. Ich male mir übrigens auch immer mit dem Lip Liner so ein paar Punkte und so in die Innenfläche, damit sich das Ganze halt auch ein bisschen mehr miteinander verbindet. Frag mich nicht. Ist so ein Spleen von mir. Ich denke das immer, ne? Und dann mache ich das halt. So, jetzt will ich den Lippenstift endlich ausprobieren. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich freue mich das schon die ganze Zeit drauf. So, ne? Habe ich euch eben schon gezeigt. Und jetzt kommt er auf die Lippen. Oh, der ist toll. Der fühlt sich richtig schön auf den Lippen an. Und der sieht ja geil aus. Passt sogar. Ja, macht den Look noch ein bisschen bunter. Aber ich finde den wunderschön. Alter Schwede, finde ich den schön. Der fühlt sich so leicht an. Und so wertig, ne? Das merkst du richtig. Also fühlt sich richtig, richtig toll auf den Lippen an. Ja, richtig geil, Lea. Richtig geil, dankeschön. Hi, ich komme jetzt etwas näher. Ich finde, dass die Lippen sich auch so unheimlich gepflegt jetzt auch anfühlen, dadurch, dass du ja diesen Pflegepunkt da mit drin hast. Also das ist unfassbar schön. Das ist echt toll. Als weiß ich nicht, als wäre es für mich gemacht. Ich weiß es echt nicht. Finde ich mega geil. So, mir fehlt noch ein bisschen Farbe im Gesicht, sagte sie mit lila Lidschatten und pinken Lippen. Ja, ich habe mir dann heute tatsächlich im DM, oder war das im Rossmann?
Doch, das war im DM. Von Essence die Hey Cheeks Blush, Bronzer und Highlighter Palette auch nochmal selber geholt. Weil, ja, ich verschenke die jetzt an so viele mittlerweile und habe mich dann durch das ganze Paketepacken in diese Palette verliebt. Unfassbar. Auf jeden Fall hast du hier die verschiedenen Töne. Das hier oben ist ein Highlighter. Dann hast du hier drei verschiedene Blushfarben, je nach Intensität und Wunsch. Die kannst du ja dann auch Schichten aufbauen, wie auch immer. Und hier unten zwei Bronzer, wobei das hier unten vielleicht ein ganz dunkler Highlighter ist. Und dieser Highlighter, der hat mich voll interessiert. Ja, ich habe einen sauberen Finger. Der ist so buttrig und der erinnert mich mega an den Mary Luminizer. Also, ne, wir gucken mal, wie der sich dann letztendlich hier auch auf meinem Gesicht macht. Ich bin so aufgeregt. Ich freue mich, die zu benutzen, wirklich. Als erstes möchte ich gerne mir, was möchte ich mir denn als erstes auftragen? Bronzer. Genau, dann nehme ich hier diesen Ton, der halt nicht schimmernd ist. Habe hierfür dann von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set die Nummer 1. Das ist so ein großer, fluffiger, ein bisschen angeschrägter Pinsel. Natürlich ein bisschen schwer da jetzt mit rein, weil ich möchte ja unbedingt alles irgendwie bedeckt haben. Normalerweise gehe ich in die Fännchen und rühre dann. Ist bei denen hier jetzt ein bisschen schwer, weil die ein bisschen kleiner sind. Aber naja, so, hier habe ich was drauf, abklopfen und dann gebe ich mir das hier so im E auf. Oh, ich finde den Bronzer toll. Der ist nicht zu hell und nicht zu dunkel. Auch wenn der hier in diesem Fännchen ein bisschen dunkel aussieht, erinnert mich ein bisschen übrigens an den Hoola. Ist der auf der Haut richtig toll. Also der passt sich schön an und ist aber auch nicht zu dunkel, ne? Der ist vom Ton her, boah, weiß ich gar nicht. Hat vielleicht einen leicht rötlichen Unterton, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es gelblich wäre, ne? Also es ist unheimlich toll und ich packe mir jetzt gerade ein bisschen mehr drauf, weil ich den einfach mal ein bisschen toll finde. Ich gebe mir das auch immer noch so ein bisschen hier unten hin. Zieh das so ein bisschen runter, damit man halt so ein bisschen auch die Verbindung hat. Damit du nicht hier einfach nur das Gesicht hast und dann halt eine Kante, sondern damit alles miteinander verbunden wird. Das ist immer so mein Lieblings- oder mein Ziel, dass ich alles in meinem Make-up miteinander verbinde, damit es auch halbwegs natürlich aussieht, sagte sie mit lila Lidschatten. Aber ne, dass man halt irgendwo so einen Look hat, der stimmig ist. So, jetzt habe ich Bronzer aufgetragen. Ich würde gerne nicht noch mehr machen, weil dann übertreibe ich. Aber ich finde den schön. Also der sieht nicht fleckig aus. Ich finde, der verbindet sich schön dann auch mit der Foundation, die drunter ist, mit dem Puder. Der sieht toll aus. Echt toll. Gefällt mir. Der Farbton gefällt mir. Der passt zu mir. Ja, mag ich leiden. Definitiv. Jetzt möchte ich gerne etwas Blush auftragen. Ich versuche mich jetzt erstmal an dem hier oben. Das ist ein etwas dunklerer Ton, der so ein bisschen ins Rosenholzfarbene geht. Und dafür verwende ich hier von Essence diesen Zauberstabpinsel, den ich ja unfassbar geil finde. Und gehe damit rein. Ja, der greift jetzt nicht so ultra viel Pigment gerade. Essence Pinsel, Essence Blush hätte man normalerweise denken müssen. Jetzt ist ein bisschen mehr. Jetzt bin ich aber auch kräftig reingegangen. Und geht mir das dann hier einmal so ein bisschen auf die Wangen. Ich tupfe das erstmal vorsichtig, weil ich die Farbe ja noch nicht so ganz einschätzen kann. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Also das sieht jetzt wirklich natürlich aus, dieser Blush, ne? Also der ist jetzt nicht irgendwie extrem pinky oder rotstichig oder so. Der ist wirklich sehr im Rosenholzbereich. Schmiegt sich auch schön mit dem Bronzer zusammen. Klar, es ist in einer Palette. Das heißt, die gehören ja auch in dem Sinne zusammen. Dann sollte man das ja auch denken und vermuten dürfen. Ich finde, dass dieser Blush auch sehr gut zu mir passt, aber ich werde gleich mal noch einen anderen drüber machen, einfach nur mal, um so ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, weil das ist ja auch so ein bisschen First Impression heute, ne? Dass wir so ein bisschen zusammen mal schauen, was man aus dieser Palette vielleicht auch noch so ein bisschen rausholen könnte. Oh, ich hau mir schon wieder eine Schicht nach der nächsten drauf, weil ich gerne diese Blush... Also das ist quasi die Palette mit den Produkten, die ich mit am liebsten verwende. Blush, Bronzer, Highlighter, Baby, komm zu mir, mach mich glücklich. Gerne möchte ich jetzt hier auch den etwas rötlicheren Ton verwenden. Ja, da kommt dann doch etwas mehr Pigment drauf und den tupfe ich mich hier dann so eher so mittig hin. Normalerweise ziehe ich Blush ja auch immer so ein bisschen noch mit hoch und verbinde das Ganze ja. Aber der ist natürlich jetzt ein bisschen heftiger, ne? Seht ihr jetzt ja auch. Also der ist wirklich intensiver. Der Rosenholzton ist dann eher im dezenten Bereich und dieser hier ist jetzt wirklich
auch für Overblushing gut geeignet. Oh mein Gott, ich bin jetzt echt schon fast 1,5 Stunden am Film. Mein Freund fragt sich garantiert schon, wo ich bleibe. Denkt sich auch, was macht die denn da schon wieder? So, den Orangenen, den will ich jetzt nicht. Das ist mir zu extrem. Ich habe sehr bunte Augen, sehr bunte Lippen. Da lasse ich den orangenen Ton weg. Zumal der auch noch ein bisschen schimmert. Schimmern werden wir jetzt, wenn wir den Highlighter verwenden. Auch da verwende ich aus der Rose Quartz Reihe von BH Cosmetics einen Pinsel. Das ist die Nummer 4. Das ist der Highlighter-Pinsel. Ja, dann gehen wir mal in diesen geilen Ton. Sagen, Baby, mach mich glücklich. Macht er mich glücklich? Na. Er kann auf jeden Fall was. Das muss ich sagen. Ja, er kann was. Mehr. Ich sehe nämlich gerade, ich habe meinen braunen Bogen gar nicht gehighlightet. Huch, das wäre ja jetzt was geworden, ne? Dann nehme ich mir hier von Bella Pierre einfach einen Pinsel. Der ist jetzt ein bisschen fester gebunden als der Highlighter-Pinsel, ne? Das wäre mir dann sonst zu wenig. Und gebe mir das hier oben auf meine ungezupften Augenbrauen. Ich züchte ja, ne? Das ist ja meine Challenge, die ich aktuell habe. Deswegen beschwert euch bitte nicht, wenn ihr ungezupfte Augenbrauen bei mir seht. Ich versuche die jetzt buschig werden zu lassen. Und dafür muss man die halt wachsen lassen. Ich versuche mir dann demnächst mal hier unten die Härchen, die da nicht unbedingt sein müssen, mal wegzuwachsen. Ich denke, dass ich euch da auch mal mitnehme, weil ich mir da was Schönes geholt habe. Ja, aber ansonsten habe ich jetzt wirklich wachsen lassen und mir nur Serum drauf geknallt. Bis zum geht nicht mehr. Das gefällt mir. Das ist ein schöner, schöner Glow. Das ist nicht zu extrem und nicht zu schwach. Lässt sich auch super aufbauen. Könnte natürlich stärker pigmentiert sein, aber ganz ehrlich, man kann den halt super aufbauen. Und das ist bei dem Mary Luminizer ähnlich. Da hast du auch nicht von jetzt auf gleich direkt das Bam-Pigment da. Den musst du auch aufbauen, ne? Das heißt, damit komme ich klar. Schön, oder? Guckt euch das an. Das gefällt mir mega. Das ist ein schöner, schöner Glow. Jetzt machen wir die Nase noch ein bisschen. Ihr seht, das ist wieder an den Stellen, wo ich halt eben auch schon den Concealer aufgetragen hatte. Oha, meine Nase glänzt jetzt wirklich extrem. Okay, okay, cool. Okay, okay, das ist heftig. Ja. Ne? Die habe ich jetzt ein bisschen krass betont. Sorry. So. Ich sehe gerade, ich habe mich ziemlich angepudert auf meinem dunklen Oberteil. Läuft bei mir, ne? Man kann tatsächlich dieses Balea Wasserspray auch als Fixing Spray verwenden. Das tue ich jetzt doch einfach mal, denn ich habe es gerade da, ne? So, das ist jetzt der finale Look. Mir gefällt's richtig gut. Ich finde es cool. Es ist echt cool geworden. Ich finde den Lippenstift hammergeil. Guckt euch den mal an. Also die gibt es auch bei Rossmann. Und ja, ist eine krasse Farbe, ne? Aber es ist cool. Ich mag die Farbe. Du musst jetzt nicht unbedingt so einen Lidschattenlook dazu schminken. Du kannst ja auch nur den Lippenstift so tragen, ne? Und dann schön mit Mascara, Eyeliner. Ist auch geil, weil der Lippenstift, der ist wie eine zweite Haut. Das ist so schön. Kann ich nur empfehlen. So. Von den Lidschatten her finde ich die auch super pigmentiert. Ich kann euch auch die Palette empfehlen. Ist eine schöne Sache, die lassen sich gut verarbeiten. Also ich finde ja, lassen die sich. Man muss halt ein bisschen sich darüber im Klaren sein, dass die sehr stark pigmentiert sind. Aber ansonsten, ich habe ja nicht viele verschiedene Farben verwendet. Du musst ja auch nicht unten unter deinem Auge das so krass gestalten, ne, wie ich das jetzt gemacht habe. Aber für oben drauf. Und wenn du so ein bisschen auf etwas buntere Looks stehst, dann ist die Palette was für dich. Weil da sind halt hauptsächlich auch sehr bunte Farben drin. Da sollte man sich vielleicht auch mal ein bisschen was trauen. Aber man kann sie bestimmt auch ein bisschen dezenter verwenden, um das halt nicht so kabam zu haben, ne? Aber im Großen und Ganzen gefällt mir das richtig gut, was ich hier auf meinem Gesicht habe. Mir gefällt es auch mit dieser Essence-Palette. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so cool ist. Also das finde ich echt gelungen. Die Produkte und... ja, deswegen, also das hier, guckt euch auch auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Limited Edition ist oder so. Ich denke schon. Kann ich nur empfehlen, weil du hast ja direkt einfach mal alles mit drin. Die kannst du solo benutzen. Also du brauchst dann eigentlich, du hast Bronzer, Blush und Highlighter in einem. Richtig geil.
Die Stick Foundation finde ich auch super interessant. Also jetzt, wo ich wirklich komplett geschminkt bin, finde ich, dass die perfekt passt. Also Lea, ganz ehrlich, du hast einen guten Blick dafür, welche Farbe einem steht. Das ist echt krass. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die so, ne, so nach dem ersten Mal swatchen. Ich habe den Swatch hier immer noch drauf. Ja, meine ganze Hand ist voll mit irgendwelchen Sachen. Genau, hätte ich nicht gedacht, dass die sich so nachher auf dem Gesicht macht. Richtig cool. Das Einzige, wo ich sage, lass die Finger davon, ist dieses Make-up-Schwämmchen. Kann ich nicht empfehlen, nein. Augenbrauen, ja, Leute, das liegt einfach daran, dass ich es nicht so gut kann. Wenn ich besser meine Augenbrauen schminken könnte, würde das garantiert besser aussehen. Da liegt es einfach, ne? Bademeister und Badehose, irgendwas war damit. Ja, ihr Lieben, das ist jetzt einfach mal so der fertige Look. Ich hoffe, er gefällt euch und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!